Vielen Dank, Herr Kollege Lichert. Für die FDP-Fraktion darf ich nunmehr aufrufen den Kollegen Stirböck aus Offenbach. Herr Präsident, es ist schön, dass der Streit in allen Fraktionen ist zwischen Frankfurt und Offenbach. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Prof. Dr. Sinemus, ich möchte eigentlich gerne sagen, gut, dass es Sie gibt. Dass es Sie gibt, hängt nämlich zu einem nicht unbeachtlichen Teil damit zusammen, dass es seinerzeit Christian Lindner gelungen ist, die Notwendigkeit eines Digitalministeriums und den digitalen Sanierungsstau auf die politische Agenda zu setzen. Sie mögen deshalb das politische Ziehkind von Volker Bouffier sein. In Wirklichkeit sind Sie die politische Enkelin von Christian Lindner. Also, Frau Ministerin, machen Sie was draus. Also, Frau Ministerin, machen Sie mehr daraus. Sie sind aber auch das unausgesprochene Eingeständnis, dass eben bisher in Hessen nicht alles gut war. Vor diesem Hintergrund ist es sehr bedauerlich, dass Sie bei Ihrem Amtsantritt auf eine kritische Ist-Analyse verzichtet haben. Im Gegenteil, diese Landesregierung, auch Sie heute wieder, loben sich weiter unverfroren selbst. Selbstlobbeispiel Nummer 1. Sie loben immer die Mobilfunknetzabdeckung von 98-99%. Das ist aber Statistikmüll, weil es sich um eine Haushalteabdeckung handelt, nicht um eine Flächenabdeckung. Jeder, der durch Hessen, ob mit dem Auto oder mit der Bahn fährt, weiß, Hessen ist ein Land der Funklöcher. Die letzten Funklöcher, von denen Sie heute in Ihrer Rede wieder gesprochen haben und von denen auch in den Zeitungen immer zu lesen sind, diese letzten Funklöcher sind halt ziemlich viele. Und wie soll eigentlich ein Land, das es bisher nicht vermocht hat, erfolgreich 4G auszurollen, 5G in der Fläche realisieren? Dazu brauchen wir Mobilfunkmasten mit einem Abstand von 1 Kilometer. Da sind wir sehr weit weg davon, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und solange Sie noch jeden Mast, Frau Ministerin, einzeln einweihen können, haben wir jedenfalls noch deutlich zu wenige und bauen deutlich zu wenige in diesem Land. Die rund 1.000 Masten, die Sie bauen wollen, schafft übrigens China in 2 Tagen. Nein, aber sehr geehrter Herr Kollege Bilino, ich habe in den 80er Jahren gelernt, dass wir den Systemstreit mit dem Kommunismus in der Sowjetunion gewinnen wollen. Und Sie sind defätistisch und wollen nicht den Systemstreit mit der digitalisierten Diktatur in China gewinnen. Das ist ein Armutszeugnis, Herr Bellino. Ein Armutszeugnis, Herr Bellino, ist das. Wir müssen den Systemstreit gewinnen, und dazu sind Sie nicht bereit und in der Lage. Selbstlob Nummer 2. Hessen lobt sich für die 90%-Abdeckung mit mindestens 50 Mbits, während in den Städten über 90% der Anschlüsse den Wert von 50 Mbits überschreiten, sind es im ländlichen Raum gerade noch rund 40% der Anschlüsse. Das Hauptproblem aber ist, dass 50 Mbits eigentlich die Vergangenheit darstellen. Ja, beim schnellen Kupfer sind wir besonders gut. Bei deutlich schnelleren Glasfaseranschlüssen sind wir aber in Hessen besonders schlecht. Hessen lobt sich also für die Technik der Vergangenheit. Zum Selbstlob Nummer 3. Jürgen Lenders und ich gehören wahrscheinlich zu den bestgelaunten und optimistischsten Menschen hier in diesem Hause. Ja, ja. Wir haben aber im letzten Wahlkampf unausgesprochen hatten wir eine Gemeinsamkeit, Jürgen Lenders und ich. Ich hatte den Slogan
gewählt, Silicon Offenbach. Er hatte den Slogan gewählt, und das ist nun wirklich optimistisch, Silicon Fulda. Für uns war das aber eine Zukunftsvision. Frau Ministerin, dass Sie behaupten, wir wären jetzt schon das Silicon Valley Europas, das ist aber nicht optimistisch, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern dass Sie das behaupten, das ist schlichtweg abwegig und zeigt, dass Sie Fantasiegebilden sozusagen hier eine Überschrift geben. Es ist wie im wahren Leben, wer sich ständig selbst belügt, wird nicht die Kraft finden, sich zu ändern. Wir sollten aber Hessen verändern, statt es immer nur schön zu reden. Wenn wir uns mal ehrlich machen, die digitalpolitischen Fundamentaldaten Hessens anschauen und im internationalen Vergleich betrachten, dann sind wir nicht gut, sondern sogar richtig schlecht. Zwar gibt es mittlerweile eine Digitalministerin, aber sie hat zu wenig Aufgaben, zu wenig Einfluss und produziert daher nur wohlfeile Überschriften statt Ergebnisse. Und dass es die Landesregierung nicht wirklich ernst meint mit der Digitalisierung, sieht man schon an ihrem Papierverbrauch. Wie kann sich eine Landesregierung eigentlich fortschrittlich nennen, die jährlich 1.800 Tonnen Papier verbraucht? Das ist ein Papierstapel entlang der A66 von Wiesbaden Stadtmitte bis Frankfurt Stadtmitte. Und diese Zahlen sind symptomatisch für das Digitalisierungsdefizit des Landes. Eine flotte Feder hatte ja die Absicht der damaligen FDP-Anfrage enttarnt, aus der diese Zahlen stammen. Nun haben wir es nämlich tatsächlich regierungsamtlich. Hessen ist ein schwarz-grüner Papiertiger. Das ist im Übrigen auch eine Mentalitätsfrage. Während die Fraktion der Freien Demokraten weitgehend papierlos arbeitet, werden für schwarze und grüne Fraktionssitzungen weiter Wälder gerodet. Ja, bei der Umstellung bei uns gab es zunächst auch Bedenken. Und es bedeutete und bedeutet für uns auch manchmal immer noch Umgewöhnung. Aber wir sagen eben Digital First, Bedenken second, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir Freie Demokraten, die Digitalisierungsministerin oder den Digitalisierungsminister stellen würden, würden wir an 5 Stellschrauben ansetzen und anders ansetzen unter dem Motto Digital First. Wir würden ein echtes Digitalisierungsministerium schaffen, das Referate mit Zuständigkeiten für Digitalisierung unter einem Dach bündelt und die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, die HZD mit 900 Mitarbeitern, die operative Leitstelle der Digitalisierung in das Digitalisierungsministerium umsetzen. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des Projekts Digitale Modellbehörde würden wir in den Verantwortungsbereich des Digitalministeriums übergeben. Es würde gemeinsam mit dem Innenministerium zeitgemäße Besoldungsstrukturen entwickeln, angepasst an die moderne digitale Welt. Ja, Frau Ministerin, Sie haben eben gesagt, Digitalisierung hat jetzt eine Adresse. Aber das Digitalisierungsministerium muss mehr sein als nur ein Klingelschild an der Staatskanzlei. Digital First, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zweitens. An die digitale Infrastruktur wollen wir neu rangehen. Die Landesregierung verspricht hier viel, stellt dafür aber weder ausreichend Mittel zur Verfügung, noch hat sie eine Strategie. So sprach Frau Sinemus eben von 1387 Masten in einem Jahr, also 3 an einem Tag. 3, das ist übrigens genau die Anzahl, die der Haushalt 2020 beschreibt, aber nicht pro Tag, sondern für das Jahr. Das ist also der ehrliche Beitrag des Landes, wenn man das Lametta mal von Ihren Zahlen entfernt, Frau Ministerin. Wir Freien Demokraten wollen deshalb weitere Erleichterungen für Mobilfunkgenehmigungen. Einen gehen Sie jetzt mit der HBO, auch wenn wir das mit Masten bis zu 20 Metern von der Genehmigung freistellen würden. Wir brauchen weitere Verbesserungen, etwa naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, sowie elektronische Antragsverfahren mit Musterunterlagensatz
und Voreinstellungen machen wir Hessen wirklich zum Vorranggebiet für Mobilfunk. Der Flaschenhals für echtes Breitband ist der Investitionsunwille von Haushalten und KMUs. Um jetzt schnell breitflächig zu Gigabit-Anschlüssen zu kommen, um international wettbewerbsfähig zu werden, schlagen wir ein Voucher-System vor, das Eigentümer von Wohnungen bei Tiefbaumaßnahmen unterstützt. Aber schnelles Internet ist nicht alles. Investieren wir nach schottischem Vorbild in ein LoRaWAN, schaffen wir die Voraussetzungen für das Internet der Dinge, lassen Sie uns mit einem flächenden Netzwerk Vorreiter in Deutschland werden und machen IoT Hessen zu einem hessischen Alleinstellungsmerkmal, Digital First, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denken wir schon an morgen. Alle reden über 5G. 5G wird seine Kapazitäten wahrscheinlich 2030 schon erschöpft haben. Machen wir Hessen führend bei 6G. 6G ist die nächste Stufe Mobilfunk. Es wird wahrscheinlich 50 bis 100 Mal schneller. Vor allen Dingen wird es neue Innovationen hervorbringen, von denen wir noch gar keine Vorstellungen haben. Schon jetzt sprechen Forscher von der totalen Vernetzung, einem neuen Level der Konnektivität, dem Internet of Everything, vom kabellosen Laden von Geräten, von einem Netzwerk mit einem sechsten Sinn. In Finnland gibt es dazu bereits an der Universität of Oulu ein Programm mit mehr als 300 Millionen Euro. Um genau diese Ideen zu erzeugen, von denen ich gerade gesprochen habe, sollten wir in Hessen ein Schwerpunktprogramm, einen echten Forschungsschwerpunkt für 6G schaffen. Auch hier gilt wieder Digital First. Wir wollen den klassischen Finanzstandort Hessen bei den Fintechs aus dem Schatten von Berlin, Hamburg und München holen. Berliner Fintechs konnten in den letzten zwei Jahren 900 Millionen Euro an Kapital einwerben. Nach Frankfurt flossen gerade einmal 36 Millionen Euro. Wir müssen da mehr tun bei dem Thema Wachstumsfinanzierung. Die deutsche Börse hat mit dem Venture Network und dem Wachstumssegment Scale ein Ökosystem für Wachstum geschaffen. Ohne die Entwicklung des Kapitalmarktes, wie es beispielsweise durch kapitalbasierte Altersvorsorge oder die Vermittlung von Finanzwissen in unseren Schulen passiert, können die Plattformen ihr Potenzial nicht entwickeln. Fünftens. Auch unsere Schulen müssen endlich in der Zukunft ankommen. Sie bleiben aber digital abgehängt. Unser Kultusminister betont immer, und das ist ja nicht falsch, entscheidend bleiben die Köpfe, nicht die Computer. Aber das ist eine Binsenweisheit. Geldbeutel und Bildungsaffinität der Eltern entscheiden zu oft, ob man in der digitalen Welt mithalten kann, ob man mehr kann als nur sein Smartphone bedienen. Digitalisierung kann die Individualisierung des Lernens unterstützen. Künstliche Intelligenz und moderne Analysemethoden können helfen, dem einzelnen Schüler nach seinen Möglichkeiten zu fördern. Wir schaffen es aber nicht einmal, den Schulen eine vernünftige Schulcloud zur Verfügung zu stellen. Hier muss sich viel ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Programmieren wird immer häufiger zur wichtigsten Fremdsprache des 21. Jahrhunderts. Während Coding im Lebenslauf immer wichtiger für eine vielversprechende Karriere wird, finden sich Java und Co. immer noch nicht in unserem Curriculum. Auch das muss sich ändern und muss Teil einer Digitalisierungsinitiative werden, Digital First. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß, unser Satz von Digital First und Bedenken Second gefällt nicht jedem. Herr Grumbach hat sich hier auch einmal darüber lustig gemacht. Aber Digital First, Bedenken Second heißt ja nicht, dass man nicht auch einmal berechtigte Bedenken haben kann. Aber im Zweifel entscheiden wir Freie Demokraten uns eben für die Chancen und nicht für die Zweifel und Bedenken. Das ist der Unterschied, der uns auch, glaube ich, ein Stück weit ausmacht. Frau Sinemus, Sie haben ein Institut in die Wege geleitet, dem gerade leider die Leiterin abhanden gekommen ist. Ich habe überhaupt nichts gegen dieses Institut. Aber der etwas unbestimmte, der etwas kryptische Auftrag des Instituts zeigt, dass diese Landesregierung eine Ministerin für digitale Strategie, aber keine digitale Strategie hat. Und das ist ein Problem. Unsere Erklärung, welche Punkte wir anschieben würden, wenn wir regieren würden, habe ich versucht, eben diesem entgegenzuhalten.
Ein großer hessischer Sozialdemokrat, Thorsten Schäfer-Gümbel, hat Frau Sinemus seinerzeit als gute Wahl, es wurde schon zitiert, als Lichtblick bezeichnet. Und wenn das ein Sozialdemokrat sagt, muss es ja auch stimmen. Wir Freien Demokraten hoffen, dass Thorsten Schäfer-Gümbel recht behält, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doch dann muss mehr kommen als nur schöne Überschriften, Masteinweihungen und WLAN-Partys an der digitalen Dorflinde. Liebe Frau Sinemus, in Ihrem ersten Jahr hat es etwas geruckelt, in Ihrem ersten Jahr hat es etwas gerumpelt. Ja, Ihre Regierungserklärung hat unsere Bedenken auch eher bestärkt als entkräftet. Aber wir wollen den Erfolg dieser Ministerin, wir wollen Ihren Erfolg, Frau Ministerin, denn bei der Digitalisierung geht es um so viel mehr als um kleinkariertes parteipolitisches Karo. Es geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Standortes. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Es geht um unser Land in diesem Nemus. Vielen Dank, Herr Kollege. Es ist immer so schwer, wenn man bis zum Ende durchsprechen lassen will, aber nicht weiß, wann das Ende ist. Nur für die Protokoller, 38 Sekunden haben wir in guter Laune, Herr Kollege Stirböck, weil auch das Präsidium, er hört gar nicht zu. Das Präsidium ist genauso guter Laune, wie Sie es gewesen sind. Deshalb haben wir auch ein bisschen Zeit noch draufgegeben. Ich darf nun Herrn Felstehausen bitten, für die Fraktion der LINKEN zu uns zu sprechen. Auch Sie haben 15 Minuten brutto, netto. Mal schauen, wie das dann ausgeht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne! Wenn man sich die Bilanz der hessischen Digitalministerin nach einem Jahr anhört, dann mag man glauben, Frau Sinemus, Sie wären Ministerin im Ministerium für Zauberei, magische Mobilfunkmasten und Marketing. Schaut man aber mal genauer hin, dann verfliegt dieser Zauber relativ schnell. Sie rühmen sich, dass 5 der 10 am besten mit Internet versorgten Landkreise in Hessen liegen. Aber wir haben nicht nur 5 Landkreise in Hessen, wir haben 26 Landkreise und kreisfreie Städte. Und es gilt auch in Hessen der Auftrag der gleichwertigen Lebensverhältnisse in der Stadt und im Land. Und dort sieht es, was die Mobilfunkversorgung und die Breitbandversorgung angeht, in vielen Regionen ziemlich düster aus. Sie rühmen sich für eine Netzabdeckung von 98% beim Mobilfunk. Es ist hier schon häufiger angesprochen. Aber jeder, der in Hessen unterwegs ist, weiß, dass diese Zahlen rein theoretische Werte sind. Verbindungsabbrüche, weiße Flecken, Internetverbindungen der ersten Generation sind in vielen Bereichen eher die Regel als die Ausnahme. Ja, mit 3 Handys in der Hand, immer entlang von Häuserwänden, mögen diese Zahlen ja stimmen. Aber der Praxistest, dort, wo die Menschen zu Hause sind und wo sie sich aufhalten, der entzaubert ihre Ankündigung ziemlich schnell. Sie rühmen sich, dass in Nordhessen 2000 km Glasfaser verlegt wurden, verschweigen aber, dass dieses Glasfaser nicht bis in die Häuser reicht, sondern auf halber Strecke stehen bleibt und mit herkömmlichen Kupferkabeln es dann weitergeht. Mehr als 50 Mbit sind da nicht rauszuholen, und die Gigabit-Zukunft ist somit nach wie vor in Nordhessen weit entfernt. Frau Ministerin, Sie verkabeln an dieser Stelle die Vergangenheit. Von den eingestellten 100 Millionen Fördermitteln für 2019 für den Breitbandausbau sind bisher gerade einmal 3% tatsächlich bewilligt worden. Weitere 9,5 Millionen € wollen Sie noch bis zum Jahresende, also innerhalb der nächsten 21 Tage, ausgeben. Aber auch dann haben Sie gerade einmal 12% Ihrer Möglichkeiten ausgeschöpft. Anders ausgedrückt, 88% der eingeplanten Mittel 2019 sind eben nicht abgerufen und nicht investiert worden. Frau Ministerin, das ist keine Zauberei, das ist eine schlechte Bilanz. Ihr Ministerium sollte lieber Ministerium für Ankündigungen, Versprechen und gute Absicht heißen, denn viel mehr haben wir bisher heute und in der Vergangenheit nicht zu sehen bekommen von der so viel gerühmten Bündelung digitaler Kompetenzen in der hessischen Landesregierung. Kleiner Funfact am
an der Seite. Der Hessische Landtag ist immer noch das einzige Parlament ohne Livestream, was wir haben. So geht nämlich in Wirklichkeit die Digitalisierung im Verständnis von Schwarz-Grün. Frau Ministerin Sinemius, die Ministerin für Digitalisierung hat gerade ein neues Förderprogramm vorgestellt. Diesmal heißt es Distral. In diesem neuen Förderprogramm sollen 40 Millionen € in den nächsten 5 Jahren zur Verfügung stehen, also tatsächlich jährlich ungefähr 8 Millionen €. Mit diesen 8 Millionen € sollen dann Start-ups gefördert, Wissenstransfer von den Unis angestoßen, Machbarkeitsstudien finanziert und last not least Projektergebnisse evaluiert werden. Wenn wir uns diese Aufgaben ansehen, die mit der Digitalisierung in allen Lebensbereichen verbunden sind, dann sind 8 Millionen € jährlich gerade einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein für den Wissenstransfer aus den Universitäten heraus werden im gleichen Zeitraum beispielsweise in Nordrhein-Westfalen von der dortigen Landesregierung 150 Millionen € zur Verfügung gestellt. Und dieses wird dann auch noch zielgerichtet für die Auswahl nur in Richtung Hochschulen ausgegeben. In Hessen heißt es aber vor allem viel Geld für PR und Marketing. Echte Impulse sind von diesem Programm nicht zu erwarten. Dafür ist es zu klein, und dafür, meine Damen und Herren, ist es vor allen Dingen auch zu unspezifisch. Macht mal irgendwas mit Digitalisierung, reicht als Förderprogramm eben nicht aus. Hessen braucht eine klare Ausrichtung bei den Chancen und Herausforderungen, die mit der Digitalisierung verbunden sind. Um das noch einmal zu erläutern, Hessen hatte 2018 ca. 250.000 Unternehmen, 99% davon sind antragsberechtigte KMUs. All diese Unternehmen dürfen also jetzt Förderanträge stellen, die irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben. Würde man die Fördersumme gleichmäßig verteilen, dann wären es gerade einmal 32 € pro Jahr und Unternehmen, was hier den Förderumfang darstellt. Dann wäre aber auch schon Schluss mit dem Wissenstransfer aus den Universitäten, Schluss mit der Förderung von Start-ups und Schluss mit Machbarkeitsstudien. Wer letztendlich den Zuschlag bekommen soll bei diesem Förderprogramm, soll durch ein unabhängiges Fachgremium transparent und nachvollziehbar entschieden werden. Leider haben Sie vergessen, uns mitzuteilen, wer auf wessen Vorschlag eigentlich in diese Fach- und Entscheidungsgremien hineingewählt werden soll. Vielleicht tauchen dann ja auch wieder die Brüder Lochmann, besser als die Lochis, auf, die die Landesregierung in Sachen Digitalethik beraten. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber die Hauptkritik, meine Damen und Herren, die Hauptkritik ist das Unspezifische dieses Fördervorhabens. Und dabei sind die Herausforderungen, die mit der Digitalisierung in allen Lebensbereichen verbunden sind, doch inzwischen hinreichend beschrieben. Dort müsste angesetzt werden, gezielt Projekte zu fördern, Innovationen nach vorne zu bringen, Strukturen zu verbessern und den Einfluss auf die Zielrichtung der Digitalisierung zu nehmen. Eine zukunftsfähige Förderung der Digitalisierung könnte viele Förderschwerpunkte haben, und einige möchte ich davon nennen. Gefördert werden müsste die Ökonomie des Gemeinsamen. Weite Teile des digitalen Fortschrittes hätten ohne Kooperation als ökonomisches Prinzip nicht stattgefunden. Gefördert werden müssen offene Plattformen und offene Datenstrukturen, Share Economy und lizenzfreie Angebote, die allen zugutekommen, nicht nur den Monopolstrukturen der Internetgiganten und diese dann auch noch mächtiger machen. Die digitalen Netzwerke, die Kommunikation und das gemeinsame Wissen müssen vor Patenten und Copyright-Verfahren geschützt werden, die ausschließlich die Profitsteigerung, die mit öffentlichen Mitteln die Profitsteigerung, Entschuldigung, der wenigen zum Ziel haben. Projekte, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, müssen sich verpflichten, auch zukünftig dem Gemeinwohl zu dienen und ihre Ergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ein weiterer Förderschwerpunkt könnte sein, gute Arbeit. Egal, welcher Studie man glaubt, die digitale Revolution bedroht Millionen bestehender sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. Ähnlich wie bei der Erfindung des mechanischen Webstuhls in Manchester macht es keinen Sinn, jetzt in Maschinenstürmerei zu verfallen. Vielmehr müssen wir jetzt die Chancen nutzen, die Rationalisierungsgewinne umzuverteilen. Was wir brauchen, ist mehr Zeitwohlstand für alle, damit die Früchte der digitalen Revolution alle zugutekommen können.
Das heißt nicht zuletzt, wir müssen über eine radikale Arbeitszeitverkürzung und das Recht auf Nichterreichbarkeit reden, nachdenken und letztendlich auch handeln. Aber nicht nur die Quantität der Arbeitsplätze wird sich verändern, wie auch die Arbeit, in der wir zukünftig arbeiten, einem gravierenden Umbruch unterworfen ist. Ständige Erreichbarkeit, Click- und Cloud-Working, Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, Arbeit auf Abruf und vieles andere werden zum Albtraum im beruflichen Alltag vieler Beschäftigte. Hier sind die politischen Leitlinien gefragt, die die Zukunft der Arbeit zu einer guten Arbeit werden lässt. Die Digitalisierung, meine Damen und Herren, muss in erster Linie den Menschen und nicht den Märkten zugutekommen. Und es ist schon angesprochen worden, es wäre Ihre Aufgabe, gestaltend einzugreifen in den Bereich, den Wandel gemeinsam mit den Beschäftigten zu gestalten und nicht gegen sie. Und um diesen digitalen Wandel in den Betrieben gelingen zu lassen, braucht es eben starke Betriebsparteien und eine funktionierende Mitbestimmung. Die bestehenden Gesetze der betrieblichen Mitbestimmung stammen aus einem Jahrhundert, in dem es noch keinen Computer und kein Internet gab. Big Data, Data Mining, Algorithmen, all das sind Begriffe, die die Beschäftigten zu gläsernen Belegschaften machen, stellen die Mitbestimmung vor ganz neue Herausforderungen. Wir müssen die Rechte der Betriebs- und der Personalräte bei der Einführung neuer Techniken stärken und dafür sorgen, dass alle Beschäftigten diesen Weg mitgehen können. Mit einem Förderprogramm könnten neue Wege der Mitbestimmung entwickelt, die betriebliche Mitbestimmung vernetzt und neue Ansätze der gesetzlichen Gestaltung der Betriebs- und Personalratsgesetze diskutiert werden. Aber auch da haben wir, Frau Ministerin, wenig, eigentlich wir haben gar nichts zu diesem Thema von Ihnen gehört. Auch haben wir nichts gehört zu dem Thema lebenslanges Lernen und ein Recht auf Fortbildung. Die digitale Arbeitswelt erfordert grundlegend neue Kompetenzen und Fähigkeiten. Hierzu müssen die Maßnahmen der schulischen, der außerschulischen und der betrieblichen Bildung verbessert werden. Wir als LINKE fordern ein Recht auf eine bezahlte betriebliche Fortbildung, damit niemand auf dem Weg in die neue digitale Welt zurückgelassen wird. Ein Förderprogramm könnte hier neue Wege unterstützen und innovative betriebliche Bildungsformate fördern und evaluieren. Wo steht denn Hessen eigentlich im Bereich des Blended Learnings? Wie können wir E-Learning und wie können wir gruppenbasiertes Online-Lernen betrieblich und außerbetrieblich wirksam werden lassen? All das, dazu haben wir nichts von Ihnen gehört. Meine Damen und Herren, Digitalisierung heißt mehr als Software, Algorithmen und Apps. Wenn Digitalisierung gelingen soll, dann müssen wir alle Menschen in Hessen mitnehmen, unabhängig von Stadt oder Land, egal welche formalen Qualifikationen diese Menschen haben und unabhängig von ihrem sozialen Status die Möglichkeit der Teilhabe ermöglichen. Frau Sinemus, ich möchte Sie noch auf eine Sache hinweisen, die mir besonders am Herzen liegt. Die Digitalisierung betrifft nicht nur kleine und mittlere Unternehmen, sondern die Digitalisierung betrifft im gleichen Maße auch die Wohlfahrtsverbände in all ihren Rollen. Als Dienstleister und als Interessenvertretung all derjenigen, die keinen Anschluss an die Mehrheitsgesellschaft finden konnten. Daher benötigen die Wohlfahrtsverbände sowohl Unterstützung in der Veränderung ihrer innerverbandlichen Organisationsprozesse als auch Unterstützung bei der Veränderung ihrer Beziehung zu Hilfebedürftigen und Klienten. Das aber jetzt vorgestellte Förderprogramm hat wieder einmal die Wohlfahrtsverbände beim Thema Digitalisierung nicht im Blick, weil sie aus ihrer Sicht und ihrer Beschreibung eben keine KMUs sind. Aber gerade hier in der Beratung, in der Bildung, in der Pflege und Betreuung liegt ein enormes Potenzial, das mit Hilfe digitaler Anwendungen, mit Vernetzung und neuen Verfahren genutzt werden könnte. In Hessen arbeiten 260.000 Menschen sozialversicherungspflichtig in Einrichtungen der Sozialwirtschaft und der freien Wohlfahrtspflege. Das entspricht ungefähr 8% der gesamtwirtschaftlich Beschäftigten in Hessen. Diesen Bereich haben Sie aus Ihrem Förderprogramm vollkommen verdrängt, vollkommen vernachlässigt. Aber eine Förderung darf eben nicht nur dort stattfinden, wo Profit zu erwarten ist, meine Damen und Herren. Eine Förderung muss dort ansetzen, wo es den Menschen am meisten hilft. Ja, und auch das Ziel eines Landesförderprogrammes könnte es sein, Transparenz bei Algorithmen und Big Data zu fördern. Für die Internetgiganten sind wir längst gläserne Konsumenten, für den Staat zunehmend gläserne Bürgerinnen und Bürger.
Persönlichkeitsprofile der Kundinnen und Kunden werden erstellt, werden gehandelt und mit jedem Klick im Internet weiter verfeinert. Sensible Daten wie Gesundheitsdaten, Daten zur ethischen Herkunft, zur Religionszugehörigkeit oder zur sexuellen Orientierung, aber auch das Konsumverhalten werden in immer größeren Datenbanken zusammengefasst und als Datenware verkauft. Algorithmen entscheiden letztendlich ohne menschliches Zutun über die Kreditwürdigkeit und die Zugänge zu Angeboten. Der einzelne Bürger und die einzelne Bürgerin weiß nicht mehr, wer was zu welchem Anlass über sie gespeichert hat, wer im Besitz dieser Daten ist und verliert damit zunehmend die Hoheit über die eigenen Daten. Wir brauchen ein Mehr an Datensouveränität, wir brauchen ein Mehr an Schutz der Persönlichkeitsrechte im Netz und wir brauchen mehr Datenschutz in der Netzpolitik. Das wäre ein Förderschwerpunkt, den ich mir von Ihnen gewünscht hätte, Frau Ministerin. Denn nur wenn wir hier aktiv werden, werden wir verhindern, dass Tools wie Social Bots und Cambridge Analytica Einfluss auf unser demokratisches Gemeinwesen nehmen und am Ende nicht die besten Ideen, sondern die besten Algorithmen die Wahlen gewinnen. Meine Damen und Herren, das Ziel des Hessischen Förderprogramms müsste es sein, Transparenz zu fördern und sicherzustellen, dass jeder nachvollziehen kann, auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen worden sind. Wir brauchen einen verpflichtenden Hinweis bei der Verwendung von Algorithmen und die Verpflichtung, die Datenbasis und die Entscheidungswege nachprüfbar zu machen. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Es gibt eine Menge von Aufgaben, denen wir uns stellen müssen, wenn wir den Sprung in eine neue digitale Gesellschaft schaffen wollen. Es geht hier mehr um nur die Förderung von Start-up und von Mobilfunkmasten. Es geht um die Frage, wie wir die digitalen Rahmenbedingungen für das Arbeiten, Leben und Wirtschaften 4.0 gestalten wollen. Was Sie heute vorgestellt haben, bleibt weit hinter den Beispielen anderer Bundesländer zurück. Es gibt keine Fokussierung auf die wirklichen Herausforderungen der digitalen Welt, und es wird keinen wirklichen Beitrag für ein digitales Hessen leisten. Frau Ministerin, mit Ihrer viel zu kleinen Fördergießkanne, mit der Sie jetzt über das Land ziehen, da werden Sie vielleicht ein paar schöne Bilder bei der Übergabe von Förderbescheiden schaffen. Die wirklichen Probleme haben Sie jedoch weder benannt, noch wird dieses Förderprogramm Hessen digital nachhaltig nach vorne zu bringen. Ich glaube, Sie sollten an dieser Stelle noch einmal kräftig nacharbeiten. Vielen Dank. Jetzt geht das Gerät. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir waren auch hier sehr duldsam gewesen und haben Zuschlag gewährt. Wir haben ja heute Zeit, morgen Zeit, übermorgen Zeit. Herr Kollege Honka, Sie sind schon hier. Vielen herzlichen Dank. Dann sind Sie jetzt auch dran. Ja. Werter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob ich das Weihnachtsgeschenk von vermehrter Redezeit notwendig habe. Lieber Kollege Stirböck, Sie haben ja vorhin die digitale Arbeit der FDP-Fraktion so gelobt. Ich hoffe, es geht Ihnen nicht eines Tages so, dass es heißt, mit einem Wisch war alles weg, dass Sie noch weiterhin arbeitsfähig bleiben werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin Sinemus hat es durchaus so gesagt, Hessen hat eine Adresse zum Thema Digitalisierung, und das ist gut, und das zeichnet uns auch im Gegensatz zu anderen Bundesländern aus, und das zeichnet uns Hessen auch im Gegensatz zum Bund aus, wo mehrere Minister das Alleinvertretungsrecht beanspruchen. Bei uns haben wir eine Ministerin im gesamten Kabinett, die zusammen mit ihren Fachkolleginnen und Kollegen das Thema in all seinen Facetten wirksam bearbeitet und wir es in diesen 5 Jahren nach vorne bringen werden. Digitalisierung für uns betrifft ja alle Lebensbereiche und es betrifft auch alle Ressorts. Insofern ist es richtig und im Gegensatz zu dem, was der eine oder andere hier gesagt hat, auch wichtig, dass die Fachministerinnen und Fachminister jeweils in ihrem eigenen Ressortzuschnitt weiterhin Verantwortung tragen. Wir haben ein neues Ministerium seit dem 18. Januar, also quasi seit 11 Monaten. Und in diesen 11 Monaten ist eine ganze Menge passiert. Das wollen wir einmal ganz ehrlich feststellen. Und es ist vor allen Dingen dessen, das war das Engagement der Ministerin und ihres Teams, das von Anfang an dabei war, das diesen Betrieb, ich nenne es mal Geschäftsbetrieb, mit aufgebaut hat und gleichzeitig schon von Anfang an mit versucht hat, die Programme, die da waren, zu übernehmen, die umresortiert worden sind, also schon gearbeitet hat und etwas Neues aufzubauen.
Das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das ist aller Ehren wert. Und vor allen Dingen auch unser Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wert, dass sie das so erfolgreich in diesen 11 Monaten geschafft haben. Ja, kommen wir zu dem einen oder anderen Punkt, der angesprochen wurde in den Reden. Das ist das Schöne, wenn man ganz am Ende dran ist. Da sind so viele Punkte aufs Tapet gebracht, dass man seine eigenen Zettel fast gar nicht mehr braucht. Digitalpakt Schule ist angesprochen worden. Digitalpakt Schule ist definitiv eines der Zukunftsthemen. Aber ich glaube, wir brauchen uns als Hessen da definitiv nicht zu verstecken. Wir haben dort eine Mindestbeteiligung vom Bund vorgegeben bekommen von 10%, und wir Hessen haben sie aufgestockt auf 25%. Und damit sind wir Spitzenreiter in Deutschland. Da können sich alle anderen Bundesländer hinter uns verstecken. Und ja, wir lassen auch an der Stelle die Lehrkräfte nicht alleine. Wir haben, und das nur mal als Stichwort, damit es der eine oder andere sich noch einmal daran erinnert, die Servicestelle verantwortungsvolle Mediennutzung eingerichtet, weil wir genau wissen, dass wir für die Lehrkräfte, die ja heute schon da sind, die aus einer, ich hätte jetzt fast gesagt, anderen Zeit kommen, aber aus der Gegenwart kommen und die jetzt in diese Zukunft mit hineingehen, dort mitgenommen werden müssen, die Unterstützung brauchen. Und die bieten wir ihnen und die wollen wir allen anbieten. Und von daher sind wir da richtig aufgestellt. Und um auch mal die eine oder andere Zahl noch in den Topf zu werfen, Glasfaseranbindung von Schulen. 26,7 Millionen Euro sind da bereits fix zugesagt. Ich denke, das ist eine Summe, die kann sich definitiv sehen lassen. Mobilfunkausbau, eines der beliebtesten Themen, die wir immer wieder haben. Und ja, es ist für jeden Einzelnen von uns immer wieder ärgerlich, wenn das Funkloch bei einem gerade in dem Moment zuschlägt, wenn man telefonieren möchte. Und ja, es gehört aber auch zur Realität hinzu. Der eine oder andere hat es bemängelt, wie der Netzausbau funktioniert. Mit Verlaub, bitte denken Sie daran, die Kolleginnen und Kollegen, die das kritisieren, diese Rahmenbedingungen und die Aussagen, nach welchem Schemata aufgebaut werden muss, werden vom Bund gemacht, über die Bundesnetzagentur. Die werden nicht von der Hessischen Landesregierung hier alleine beschlossen, sondern das Thema Haushaltsabdeckung ist eine Auflage des Bundes. Und unser Förderprogramm setzt genau an dieser Stelle an, dass Sie dort, wo eben keine Haushaltsabdeckung nachzuweisen ist, dort, wo der Markt es nicht schafft, dass wir dann mit Fördermitteln hineingehen und nicht dort, wo es sowieso marktgetrieben funktioniert. Weil dort, um es ganz klar zu sagen, dort, wo marktgetriebener Ausbau funktioniert, müssen nicht Steuergelder auch noch oben draufgelegt werden, sondern dort, wo es eben nicht funktioniert. Das mag der eine oder andere anders sehen, aber das ist halt so. Aber da ist ja auch gerade Kollegen der SPD merken gerade auf, das ist schön, vielleicht erinnert Sie euch an der einen oder anderen Stelle, dass Sie auch noch Teil der Bundesregierung seid. Der Kollege Andi Scheuer hat, auch einer der Zuständigen zum Thema Digitalisierung in Berlin, hat mal ein Papier aufgestellt, an welchen Stellen man alles in Berlin Regelungen im Bundesrecht ändern müsste, damit wir beim Netzausbau bei Mobilfunk zügiger vorankommen. Und wer bremst dort aus? Alle SPD-geführten Kabinettsmitglieder, alle SPD-geführten Ressorts. An der Stelle bitte vielleicht mal zu Hause erst mitteilen in der eigenen Partei, an welchen Stellen es da hakt und dafür zu sorgen, dass es dort läuft. Dann können wir hier auch gerne wieder weiter miteinander diskutieren. Das Nordhessen-Cluster ist angesprochen worden. Ich möchte da noch einmal einen Schritt weiter gen Süden gehen, hier bei uns etwas näher. Die Gigabit-Region Frankfurt-Rhein-Main, das Rhein-Main-Gebiet als der Herzmuskel unserer Wirtschaftsregion, steht jetzt auch definitiv auf der Agenda, um dort im Bereich des Glasfasernetzausbaus voranzuschreiten. Und auch das ist für uns definitiv ganz wichtig. Mobilfunk ist noch, war ja angesprochen. 3 Masten pro Tag werden entweder erneuert oder neu gebaut. Das sind Punkte, die ganz oben auf der Agenda stehen. Ja, Arbeitsplätze, Förderung von Start-ups. Das ist eben angesprochen worden, Distral als neues Projekt oder als neues Förderinstrument. Und mit Verlaub, es ist ein neues Förderinstrument. Es ist ein neues Förderinstrument, das neben all den anderen Förderinstrumenten, die es ja in anderen Ministerien auch gibt für Start-ups, für Wissenschaftsförderung, für KMU-Unternehmen, das daneben steht und noch einmal einen neuen Schwerpunkt setzt für kleine und mittlere Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation. Und ja, man kann sagen, 40 Millionen sind wenig Geld. Ich finde, 40 Millionen ist eine ganze Menge Geld. Und wenn man sich mal genau dieses System anschaut, wie solche Fördersysteme funktionieren,
dann ist doch vollkommen klar, die Unternehmen überleben nicht, weil sie 40 Millionen € bekommen oder, wie eben das schon umgerechnet wurde, auf 29 pro Unternehmen runtergerechnet, sondern weil das Anschubfinanzierungen sind. Wenn da 100.000 € kommen aus so einem Förderprogramm, dann haben die Unternehmen Anspruch und vor allen Dingen die Chance, von anderen Venture-Kapitalgebern auch Kapital zu bekommen. Und darum geht es uns. Wir wollen dort einen Punkt hineinsetzen, dass andere sich dann auch daran beteiligen. Und das bedeutet dann einen enormen Schub und eine Vervielfachung der 40 Millionen. Kommen wir einmal zu einem Punkt, der damit auch mit zusammenhängt. Wir haben jetzt viel schon gehört, was vielleicht auch der eine oder andere nicht will. Ich glaube, wir müssen uns auch einmal ganz ehrlich Gedanken machen als Gesellschaft, nicht nur hier als Landtag, über die Frage, an welchen Stellen wollen wir denn das Feld nicht den amerikanischen Großkonzernen unterlassen, sondern eigene Schritte gehen. Das wären z. B. Themen wie die digitale Identität oder auch die Frage von digitalen Währungen. Die müssen wir nicht nur als Hessischer Landtag, sondern als Politik insgesamt in Deutschland ernsthaft beantworten, ernsthaft vorantreiben, weil wir wollen am Ende nicht, also zumindest nicht wir, dass am Ende Facebook alleine darüber entscheidet, wer wie im Internet heißt oder wer es ist und vielleicht mit Libra bestimmt, wie die Währung der Zukunft aussieht. Das muss in staatlicher Hand bleiben, so wie es in der analogen Welt der Fall ist. Und von daher auf diesen Themen, da muss ich aber auch gestehen, meine Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, habe ich von Ihnen hier kein Wort gehört. Also von daher, wenn Sie sagen an der Stelle, wir betrachten nur die Vergangenheit, nein, ich will nur mal ganz kurz aufweisen, auch Sie betrachten zum Teil scheinbar nicht die Gegenwart und die Realität. Kommen wir noch einmal zu der Frage, Digitalisierung soll den Menschen nutzen. Ja, das ist ein wesentlicher Baustein für uns und ein wesentlicher Faktor. Und ja, das Onlinezugangsgesetz wird an dieser Stelle eine ganz herausgehobene Position und Aufgabe in dieser Wahlperiode haben. Und ja, das Onlinezugangsgesetz ist ja nicht nur die Frage eines digitalen Zugangs des Bürgers zu den Dienstleistungen, sondern es ist auch der Anknüpfungspunkt für uns insgesamt in der Bundesrepublik, unsere Verwaltungen noch einmal neu zu betrachten und Prozesse an der Stelle auch noch einmal anzuschauen und zu schauen, wie können wir sie neu gestalten. Denn auch wir als Staat, und das wissen wir, die wir schon ein paar Jahre dabei sind, haben durchaus die Erfahrung, dass das Thema Fachkräftemangel auch bei uns in den Verwaltungen zuschlägt. Und von daher können dort durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und moderner Software und moderner Hardware durchaus Ressourcen geschaffen werden, dass die Standardfälle einfach mit dem Computer erledigt werden, vom Bürger direkt eingegeben sind, seinen Daten in Antrag gestellt und die Sachbearbeiter, die wir haben, sich darum kümmern können, um die wirklich schwierigen Fälle, um die Problemfälle dort für den Bürger da zu sein. Und das bedeutet ja für uns z. B. auch, dass wir als Land dort als Partner der Kommunen auftreten, dass wir an der Stelle mal nicht das mit Geld machen, nicht direkt mit Geld, sondern mit einer Sachleistung, indem wir mit dem Programm Civento eine Software lizenzieren, die wir den allen Kommunen zur Verfügung stellen, um dort auf diesem Weg gemeinsam in die richtige Richtung zu gehen. Und als letztes Thema möchte ich noch ansprechen, das Thema Kompetenzzentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung. Denn es ist mehrfach angeklungen von Frau Prof. Sinemus, die Digitalisierung muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Das bedeutet in diesem Bereich ganz eindeutig, dass man sich immer wieder die Frage stellen muss, macht man etwas nur, weil man es kann, oder macht man gewisse technische Entwicklungen, weil sie richtig sind, weil man überlegt hat, welche Konsequenzen haben sie, und man ist sich darüber im Klaren, was dort passiert. Wir brauchen dort ein Höchstmaß an gesellschaftlicher Akzeptanz, auch bei der Frage z. B., welche Entscheidung kann ein Computer, darf ein Computer oder ein Algorithmus autonom selbst übernehmen oder nicht. Das sind Fragen, die müssen wir klären, die müssen wir als Gesellschaft rechtzeitig miteinander klären. Und genau für solche Fragen ist dieses Kompetenzzentrum der richtige Ort. Und dass dieses Kompetenzzentrum hier bei uns in Hessen eingerichtet wurde, hat ja noch so einen ganz kleinen Beigeschmack vielleicht, wenn Sie sich das einmal überlegen. Wissenschaft funktioniert nie losgelöst. Wissenschaft funktioniert immer in dem Rahmen, in dem sie aktiv ist. Das bedeutet auch im Austausch gerade mit den Unternehmen im Umfeld um eine Universität herum. Und das bedeutet, dieses Kompetenzzentrum hier bei uns in Hessen eingerichtet mit dem Schwerpunkt in Darmstadt ist natürlich auch für den Standort, für die Zukunft unseres Standortes Hessen wichtig und von Bedeutung, denn dort werden auch die Fachkräfte von morgen mit ausgebildet. Das schafft Zukunft, das stärkt unseren Standort
Hessen. Und damit möchte ich es Ihnen ein kleines Zitat aus der Vergangenheit mitgeben. Ich gehe ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit. Ich gehe zu Seneca, der im 1. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Und von ihm ist überliefert das Zitat, nicht weil es schwierig ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwierig. Viel Vergnügen beim darüber nachdenken. Schönen Abend. Vielen Dank, Herr Abg. Honka. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Regierungserklärung der hessischen Ministerin für Digitales abgehalten.